Herzlich willkommen zurück zu Bomben in Rocky Beach. Wir sind in der Zentrale der drei Fragezeichen und eigentlich ein kleiner Gänsehautmoment, endlich mal hier diesen Wohnwagen, der es ja letztendlich nur ist, einmal zu beobachten, begutachten und mal zu sehen, wie die drei hier arbeiten mit ihrem, ja, eigentlich technisch auf den neuesten Stand Computer. In diesem Fall damals auf jeden Fall ein ganz neues Gerät und da waren sie sicher auf dem neuesten Stand mit einer alten Mühle, die wahrscheinlich sich auch noch mit dem Modem, mit dem Internet verbindet, wenn man denn Glück hat. Okay, es befindet sich keine Datei, kein Medium in der im CD-Bereich des PCs, im Laufwerk, so nennt man das, glaube ich, nach neuesten Erkenntnissen. Und hier gibt es auch noch eine Art Rechner oder ist es ein Fernseher? Möglicherweise ist es auch ein Fernseher oder vielmehr eine Überwachungskamera, die den Außenbereich der Zentrale im Blick hat, was auf jeden Fall nützlich sein könnte für den späteren Verlauf. Aber momentan sehen wir hier nur einen Haufen Schrott im Matsch. So, wir versuchen jetzt erstmal hier uns noch weiter umzusehen, beziehungsweise sollten uns auch schleunigst in die Richtung des Gefängnisses oder der Polizeistation von Rocky Beach begeben. Ja, möglicherweise schauen wir uns noch ein wenig hier in der Zentrale um, allerdings sollten wir nicht so viel Zeit verschwenden, denn wir haben ja gehört, dass der Tankwart auf dem Polizeirevier feststeckt und ich glaube, wir sollten alles daran setzen, den so früh wie möglich in Freiheit zu bringen. Denn ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der irgendwas Böses plant oder mit dem Vorfall im Zusammenhang steckt. Und hier haben wir ein ganzes Repertoire an detektivischen Utensilien, nämlich einem Aufzeichnungsgerät, Gips, auch gar nicht so schlecht für Abdrücke. Hier haben wir eine Kamera, die gar nicht so, ja, gar nicht so billig aussieht. Und ein Spachtel, Pinzette, eine Lupe, natürlich eine Lupe. Was ist ein Detektiv ohne Lupe? Ja, genau. Ein ganz normaler Mensch eben. Wir schließen einfach mal den Koffer so und sehen, dass wir hier wieder wegkommen. Denn das sind alles Sachen, die wir vielleicht erst später brauchen. Und vielleicht auch gar nicht. Wer weiß schon, wie uns die Geschichte hier weitertreibt. Vielleicht ist das alles auch gar kein Verbrechen gewesen. Alles nur blöder Zufall, dass der Motor dort explodiert ist. Aber naja. Wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass dem nicht so ist. Und verlassen erstmal den Wohnwagen. Nicht in die Dunkelkammer, das wollte ich nicht. Orientieren kann ich mich noch nicht so gut in der Welt hier. Ich muss irgendwie schauen, dass ich hier rauskomme. Allerdings will ich ja nicht in die Dunkelkammer, sondern genau nach draußen. Und wir verlassen erstmal den Schrottplatz. Tante Mathilde hat ja auch keine Zeit für uns. Hier ist ein Gullideckel. Und der Gullideckel. Also mit den bloßen Händen ist der Deckel nicht zu öffnen. Am besten wäre so eine richtig dicke Eisenstange. Damit können wir das Ding hochhebeln. Müssen wir auf der Suche bleiben nach einer Brechstange. Oder etwas Ähnlichem, was den Zweck tut. Und hier ist die Garage geschlossen. Können wir die öffnen? Wir brauchen einen Schlüssel dafür. Und irgendwas sagt mir, dass wir diesen Schlüssel noch finden werden. Allerdings erst, wenn wir hier erstmal den Platz räumen. Möglicherweise Richtung Highway. Und hier kommen wir her. Nee, kommen wir nicht. Hier kommen wir zur Polizeistation. Das zeigt uns zumindest das Schild und deutet diese sehr patriotische Flagge an. Ordo ex examentis. Exuamentis. Kann ich euch gerade nicht sagen. Ist so ein bisschen weit weg. Vielleicht hätte ich mal meine Brille aufsetzen sollen. Ja, die Eitelkeit. Wir gehen mal rein. Sieht ja ganz nett aus da. Und eine hübsche Polizistin tippt auf ihrer
Tastatur. Das Wasser, vielleicht trinken wir erst ein Wasser und kühlen uns ab. Denn man sieht, der Ventilator läuft auf Hochtouren und es ist heiß draußen. Wir befinden uns ja im Westen von Amerika. In Los Angeles. Immer noch. Hat sich bisher nichts geändert. Und das ist die Hand von uns. Sagen wir, das ist unsere Hand. Meine. Unsere. Die Hand von uns allen. Ah, das tat gut. Das ist unsere Kehle. Ich war kurz vorm Verdursten. Und unser Magen, der kurz vorm Verdursten war. Dieser Durst wurde gestillt und wir sind dem Verdurstungstod von der Schippe gesprungen, sozusagen. Allerdings ist das, glaube ich, nicht das größte Problem, das wir momentan verfolgen. Der Durst ist natürlich ab und zu mal gefährlich und drückt uns runter, aber wir wollen dem armen Mann helfen, der hier eingefangen wurde. Na sieh an, die drei Fragezeichen. Bestimmt wollt ihr zu Inspektor Cotter. Sie haben richtig geraten. Ist er da? Er müsste jetzt in seinem Büro sein. Geht einfach durch. Die sah sehr seltsam aus auf einmal, als sie den Kopf gedreht hat. Wirklich interessanter Zeichenstil, den der Illustrator hier verwendet hat. Aber alles sehr geschlossen. Finde ich gut. Also man erkennt es wieder. Eine ganz neue Art und Weise, das Ganze hier zu zeigen. Wir gehen einfach mal durch. Ich glaube, man kennt uns hier schon ein wenig. Und wen haben wir da? Kann es sich hier um Inspektor Cotter handeln? Wirklich? Oh, welche Ehre. Die berühmten drei Fragezeichen in meinem Büro. Was kann ich für euch tun? Mr. Buffer rief uns an. Stimmt es, dass er vorläufig festgenommen wurde? Tja, tut mir leid. Es besteht der dringende Tatverdacht, dass er die Explosion des Wagens selbst verschuldet hat. Aber warum sollte Mr. Buffer so etwas tun? Nun, er war es, der zuvor den Wagen repariert hat und er ist der Einzige, der ein Interesse an kaputten Motoren hätte. Hä? Wieso sollte er das gut finden? Wahrscheinlich, weil er dadurch einen neuen Reparaturauftrag bekommen hätte. Justus hat recht. Mr. Buffer hätte ein Motiv gehabt. Und deshalb wird er gleich eingesperrt? Ja. Wenn es das erste Mal gewesen wäre, dass ein Motor in die Luft geht, aber es ist mittlerweile der fünfte Zwischenfall hier in der Gegend. Wie? Schon fünf Autos flogen in die Luft? So ist es. Und immer hat Mr. Buffer sie anschließend repariert. Wir mussten so handeln. Mr. Buffer bleibt so lange in Gewahrsam, bis sich die Sache aufgeklärt hat. Gut. Können wir zu ihm? Natürlich. Geht nur. So, wir haben die offizielle Erlaubnis, Mr. Buffer zu besuchen. Das finde ich schon mal gut. Und natürlich fällt der Verdacht auf ihn, denn sicher profitiert er davon, wenn Leute ihre Wagen in Reparatur geben und er neue Aufträge bekommt. Aber ist es wirklich alles? Ist das schon das Motiv dafür, dass irgendjemand in Rocky Beach Autos zerstört? Ja, das gilt es herauszufinden, ganz klar. Wir schauen uns noch ein bisschen um, ob man irgendwas anklicken kann, was Schönes. Mit dem Inspektor hier reden kann. Hier ist das Warehouse, da könnten wir direkt hingehen. Don't mess with me. Leg dich nicht mit mir an. Okay. Wir versuchen es. Und hier geht's raus oder geht es hier zu den Zellen? Ich fürchte, es geht raus. Nein, tatsächlich. Hier ist der Tankwart, Mr. Buffer. Man erkennt ihn an der schönen Mütze und er sieht gar nicht mehr so glücklich aus wie eben noch. Wobei eben war er auch ziemlich, ja, eben war er auch ziemlich traurig, aber jetzt ist er komplett niedergeschlagen. Sitzt in Zelle 1 und ich hoffe, wir können mit ihm reden, dem armen Mann. Ich hab gehofft, dass ihr kommen würdet. Glaubt mir, ich bin unschuldig. Davon gehen wir auch aus, sonst wären wir nicht hier. Ich bin froh, dass ihr davon überzeugt seid. Mr. Buffer, ist Ihnen irgendetwas in der letzten Zeit aufgefallen? Lasst mich überlegen. Wer hatte zum Beispiel Zutritt zur Garage? Eigentlich jeder. Erst jetzt schließe ich sie immer ab. Die Idee ist Ihnen leider zu spät eingefallen. Aber wo ihr mich jetzt fragt, letzte Nacht hörte ich tatsächlich ein merkwürdiges Geräusch. Was für ein Geräusch? Als hätte jemand eine Christbaumkugel fallen lassen.
Ein ganz heller, klirrender Ton. Glas? Vielleicht. Woher das Geräusch kam, kann ich aber nicht sagen. Aus der Garage? Kann sein. Wir sollten uns dort einmal genauer umsehen. Dann müsst ihr meinen Garagenschlüssel mitnehmen, sonst kommt ihr nicht hinein. Hier, bitte. Ja, ein Glück. Übergibt der liebe Herr Buffer fremden Menschen gerne den Schlüssel für seine Garage. Das macht das auch nicht besonders besser, dass er die jetzt immer abschließt, aber natürlich sind die drei Fragezeichen vertrauenswürdig. Und wir haben uns da ja schon umgesehen in der Garage von dem Tankwart. Aber wir werden es ein zweites Mal tun und diesmal vielleicht mit ein bisschen mehr im Hinterkopf und finden deshalb vielleicht etwas raus, was uns weiterhelfen könnte. Und verabschieden uns erstmal von der netten Polizistin. Tschüss. Genau. Und hier ist wieder ein Kanaldeckel. Ich hoffe, wir müssen nicht wieder in die Kanalisation zu den Ratten und zu den Fäkalien. Ich gebe auf. Eher brechen mir die Finger ab. Ohne Werkzeug kriegen wir den Gullideckel nicht auf. Ich sag doch, wir brauchen eine Eisenstange. Vielleicht hat Onkel Titus so etwas auf dem Schrottplatz. Die Eisenstange als Allzweckwaffe. Eisenstange kann doch nicht immer die Antwort auf jedes Problem sein. Oder doch? Ach so, genau. Hier ging es zum Schrottplatz. Ich fange an, mich hier zu orientieren in Rocky Beach. Und hier befinden wir uns an der Tankstelle, Ort des Geschehens. Und wir müssten einen Schlüssel dabei haben, mit dem wir erstmal gar nichts machen, sondern erstmal hier dieses Schild anklicken. Und können jetzt das Ding hier verwenden, die Fernsteuerung der Garage. Ich schätze mal, die Garage ist jetzt offen, ansonsten hätte dieses Geräusch hier gerade keinen Sinn gemacht. Können wir auch hier weggehen vielleicht? Das wäre doch ganz nett. Das erschließt sich mir noch nicht so ganz, wie man hier das Ganze regelt. Ich will es ja nicht zumachen. Wobei ich das auch machen könnte, wenn ich wollte. Aber ich will es ja nicht. Ja, ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir können dann nicht den ganzen Tag hier die Garage auf und zumachen, auch wenn es besonders viel Spaß macht. Lässt sich nicht leugnen. Muss man vielleicht den Schlüssel wieder reinnehmen? Ja, wahrscheinlich, ne? Genau. Das war das Rätsellösung. Des Rätsels Lösung. Den Schlüssel wieder einzustecken, um hier diesen anzüglichen Kalender uns anzugucken. Das ist wahrscheinlich ein Pirelli-Kalender. Mit nackten Damen. Und, was haben wir noch? Immer noch die Werkzeuge. Fehlt da vielleicht was? Hier ist auf jeden Fall ein leerer Platz, aber das hilft uns bisher nicht weiter. Und es bringt ja auch nichts, nur hierher zu kommen, um wieder die Garage offen zu lassen. Sicher auch nicht besonders das, was wir vorhatten. So, wir haben uns jetzt hier offiziell drin umgeschaut. Oh, was haben wir denn hier? Okay. Das wird doch bestimmt verwendet, um den Unterboden des Autos zu bearbeiten. Und wir können hier jede Planke einzeln wegräumen. Und ich sehe da schon einen Schlüssel, glaube ich. Und ich habe schon erst gedacht, das wären Knochen, aber ich glaube, ich hoffe, das ist keiner. Nee, ist kein Knochen. Ansonsten, wir können hier nur Planken hinsetzen und wieder entfernen. Oder können wir noch Geld reinschmeißen vielleicht, den Schlüssel, sicher. Hm, aber das ist nicht Sinn der Sache, glaube ich. Hm, da kann ich einfach weggehen. Na, ja, ist nicht ganz nachvollziehbar. Hm. Ganz seltsam finde ich das. Was ist das hier überhaupt? Ah, okay. Wäre vielleicht eine ganz gute Idee, mal zu sichern. Gar keine Frage. Sichern einfach mal. Das ist nicht das, was wir wollten.
sondern wir wollten ja hier eigentlich mehr bewirken, als nur ein paar Planken hin und her zu schieben. Gar keine Frage. Und die Garage ist natürlich auch ein bisschen schwerfälliger, als man sich vielleicht erhofft. Gut, den Schlüssel haben wir auch wieder an uns genommen. Und können uns hier auch weiter umsehen. Allerdings weiß ich nicht, was uns das bringen soll. Vielleicht fehlen uns einfach noch die entscheidenden Details. Allerdings wissen wir jetzt, was wir zu tun haben. Und wir lassen die Garage auch offen. Ich denke, die schließt sich sowieso. Wir werden hier zu einem späteren Zeitpunkt sicher nochmal zurückkommen. Aber fürs Erste... Na, wir schließen sie wahrscheinlich doch. Wäre ja auch irgendwie ein bisschen unhöflich, wenn wir den Schlüssel jetzt mitnehmen von ihm, der im Knast sitzt und die Garage offen lassen. Freut er sich sicher nicht drüber. Vor allem, wir wissen ja nicht, was derjenige, der hier drin war, hier drin getrieben hat, was er hier gesucht hat vor allem. Was er sich erhofft hat davon, hier sich aufzuhalten. Achso, natürlich den Schlüssel noch wieder mitnehmen. Genau, wir sind hier sehr ordentlich. Und genau. Und hier kommen wir zu Porter, hier kommen wir zum Harbor. Oh, zum Harbor. Zum Hafen. Das finde ich spannend. Wunderbar. Ich glaube, hier geht es zum Strand von Rocky Beach. Tatsächlich. Schön ist es hier. Hier liegen Schiffe vor Anker. Und... wie cool wäre das jetzt einfach, den Fall zu vergessen, so ein Schiff zu mieten und ein wenig an der Küste von Los Angeles zu fahren mit dem Boot. Aber leider haben wir noch dafür keine Zeit. Wir müssen erstmal den Fall lösen und hoffen, dass wir dann ein wenig Freizeit haben. Denn es ist Sommer. Oh, nicht, dass wir direkt losfahren. Ich glaube, das ist nicht im Sinne des Besitzers. Okay. Das Boot ist auf jeden Fall schon mal an und wir haben ja einen Vanille-Weihnachtsbaum. Dass es sowas bei Booten gibt, da ist mir neu. Ja, wir lassen das erstmal aus. Verschwenden hier auch keinen Treibstoff. Und sehen, dass wir hier Land gewinnen. Im wahrsten Sinne. Und hier sind weitere Segelschiffe. Nee. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob wir irgendwas übersehen haben, außer das Schiff. Ob wir hier vielleicht noch ein bisschen mit der Umgebung interagieren können. Aber ich glaube, dem ist erstmal nicht so. Dann sehen wir, was wir weiterhin noch finden können. Oh. Eis, kalte Cola, lecker, lecker, Vanille, Schokolade, Zitrone, Eis, kalt und lecker. Ich hätte gerne 3 Kugeln Zitrone. Dankeschön. So, mit unserem frischen Zitrone-Eis sind wir hier in der Bucht. Und schauen ein wenig aufs blaue Wasser. Leider läuft dieser Rekorder hier nicht, diese Boombox. Naja, das wird sie bestimmt noch. Eis, kalte Cola, lecker, lecker, Vanille, Schokolade, Zitrone, Eis, kalt und lecker. Okay, der singt wirklich ein schönes Lied, aber bevor wir uns das noch ein drittes Mal anhören müssen, beende ich diese Folge und verabschiede mich und... genau. Und hoffe, dass wir in der nächsten Folge weiterkommen. In unserem Fall. Und unser wunderbares Zitrone-Eis in der Sonne genießen können. Bis dahin.